Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Civilization 3, Folge 46, nee Quatsch, 36. Ist mal nicht übertreiben. Wir sind im Krieg. Ja. Ja, wir sind im Krieg. Ungewollt. Aber es ist so. Und zwar haben uns die Römer den Krieg erklärt. Oh, die Amerikaner sind jetzt sehr zufrieden mit uns, ungewöhnlicherweise. Das ist cool. Von daher werden die wahrscheinlich nicht in den Krieg gegen uns mit einsteigen. Kann ja mal versuchen, die zu kontaktieren und vielleicht so Sachen abzuschließen wie. Ist nicht. Tja. Ja, der Deal geht nicht, aber was ich eigentlich machen wollte, wäre sowas wie Rite of Passage oder sowas und ein Bündnis, aber irgendwie funktioniert es nicht. Goodbye. Vielleicht muss da auch einfach erstmal die diplomatische Beziehung her. Da bin ich auch ein bisschen überfragt, wie ich das hinbekomme. Da muss ich vielleicht so einen Diplomaten bauen. Aber die gibt's doch gar nicht mehr, die Diplomaten. Tja. Naja, gut, dann eben nicht. Wenn die mir hier den Krieg erklären, dann werde ich auch handeln. Hier gibt es noch viel Pollution zu reinigen. Und viele Fighter zu waken. Da kann ich mir erstmal ein paar Arbeiter holen. Das ist auch nicht schlecht. Zack, zurück in die Stadt. Und zurück in die Stadt. Und die letzte werde ich hier mal rüber schicken. Und bevor ich das tue, fliege ich mal so einen Bombenangriff. Gar nicht mal effektiv. Wartest. Nein, ich habe ja immer noch Römer auf meinem Kontinent. Die es abzuwehren gilt. Darüber war ich mir ja jetzt gar nicht so richtig im Klaren, aber das ist ja tatsächlich so. Noch warten. Die kann ich jetzt tatsächlich festsetzen. Was ist jetzt mit meinen anderen Jets? Sind die jetzt etwa mitbefestigt?
da ich den Flugzeugträger mit befestigt habe. Alles kein Problem, denn kann ich immer noch nachprüfen. Die Kavallerie ist noch im Wartezustand. Nee, sind sie nicht. Na gut. Überwachungsmission. Control Sky, okay. Damit habe ich jetzt aber auch. Ja. Dann ab nach Süden mit dir. Die Einheit kann ich hier durchaus auch noch auflösen. Disband, die sorgt dafür, dass hier ein paar Schilde, 7 Schilde, das ist doch schön, in die Stadt kommen. Jo, mit dem versuche ich mal die Stadt einzunehmen. Ich denke mal, die hat mehr als eine Verteidigungseinheit. Hat sie nicht. Gut. Ja. Dann Library. Da wandern die feindlichen Horden durch meine Stadt. Durch mein Landgebiet. Da ist ein Solarkraftwerk fertig geworden. Werde ich auch als nächstes erstmal die Police Station angehen. Irgendwie lädt es hier. Weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich passiert hier gerade irgendwas im Hintergrund. Okay, es ist vorbei. Brandenburg hat auch eine Fabrik gebaut. Da ist das Hospital fertig. Ja, nach der Fabrik baue ich sicherheitshalber das Solarkraftwerk, weil sonst vergesse ich das. Und hier baue ich jetzt auch mal die Mech-Infanterie. Das leiste ich mir mal in der neuen Welt. Gut, und mit den Einheiten. Beziehungsweise mit dem Carrier, der die Einheiten geladen hat, fahre ich mal zu den weiteren römischen Städten. Auch schon angekommen. Hameln hat jetzt eine Verteidigungseinheit. Die schicke ich wieder zurück. Ah ja, okay. Das nervt darum. Ja, nervt nicht. Hier muss ich mal gucken. Da sind meine Worker glatt geflohen, was ja sehr sinnvoll ist auch. Hier rennt auch noch einer rum.
Aber ich habe hier auch leider keine Verteidigungseinheiten, die da mal schnell zum Angriff übergehen könnten. Ich könnte natürlich hier mal so einen Riffleman wecken und hier rüber schicken. Ja, das klappt auch in einer Runde. Das ist schön. Und den schicke ich jetzt wiederum hierhin, um diesen Warrior umzuhauen. Der muss sich kurz regenerieren. Wir schauen mal hier rein. Hier ist ein Bomber. Was macht denn da drin ein Bomber? Witzig. Witzig, aber gut. Witzig, aber auch praktisch. Zerstören mir direkt meine Improvements, was wiederum äußerst uncool ist. Hier ich nicht so drauf geachtet, was gebaut wurde. Ich glaube, so eine Modern Armor wäre nicht verkehrt. Und wenn wir eine haben, oder zwei, oder drei, mit denen wir mal hier diese römischen Städte uns holen könnten, die hier auf unserem Kontinent sind. Ist doch schön, wenn eine Stadt, die so weit weg ist von der Hauptstadt, trotzdem relativ viele Schilde produziert. Er ist der Carrier. Komm mal da runter. Sich eben regenerieren. Ich schaue mal eben nach Gelsenkirchen. Okay, hier ist auch eine Stadt. Können wir gleich mal die Kavallerien einsetzen? Um die feindlichen Einheiten hier anzugehen. Wer unbedingt den Krieg wünscht, der soll ihn eben haben. Der soll ihn eben bekommen.
Es wird hier so ein bisschen so ein Durchgetausche. Die alten Einheiten gehen in die neuen Städte und die alten Städte bauen die bisherigen Truppen aus. Jetzt hauen sie wieder ab. Da lohnen sich Switches. Hier ist die Police Station fertig. Hamburg ist da sehr schnell. Mich wundert, dass diese Anfragen immer so gleichzeitig kommen. Das wundert mich doch sehr. Hier ist jetzt auch erstmal alles fertig. Könnte ich vielleicht auch mal eben so eine Modern Armor in Angriff nehmen. Die ist ja auch schon in 3 Runden fertig. Weil die Städte können ja nicht alle gleichzeitig irgendwie auf diese Größe wachsen. Das wäre ja irgendwie unrealistisch. Irgendwie muss erst was passieren, dass dieser Prozess in Gang kommt, dass eben nachgeguckt wird, ob die Größe erreicht ist. Und wenn dieser Prozess in Gang kommt, dann bekommt man auch die ganzen Warnungen. Wird wahrscheinlich nur alle paar Runden gecheckt. Warum auch immer. Kulturelle Einfluss wächst und wächst. Bisher hat man noch keine direkten Vorteile davon, mal abgesehen von dem Vorteil, dass wir natürlich mit dem ersten kulturellen Zuwachs mehr Land bekommen, was wir bewirtschaften können. Somit der erste kulturelle Zuwachs natürlich immens wichtig ist. In diesen kleinen Städten ist es ein bisschen doof. So, Fusion haben wir jetzt erforscht. Damit sind wir auch in der Lage, Uran zu finden. Gucken, ob wir gleich Uran bekommen haben. Haben wir sogar 3-mal. Wird also irgendwo eine. Werden also irgendwo mehrere Quellen vorhanden sein. Doch tatsächlich mein Schiff beschädigt.
Da ist eine Modern Armor fertig geworden. Und die schicke ich direkt hier zu den römischen Städten. Das ist nur eine Infanterie. Aber hier kann ich mal gucken, was ich als nächstes baue. Police Station. Und diese verteidigende Einheit schicke ich hier auch irgendwo zum Austauschen. Vielleicht auch einfach mal hier hin. Da ja da, nachdem der Panzer damit fertig ist, auch irgendwie eine Einheit verbleiben muss. Den anderen werde ich mich mal möglichst gut stellen, sodass die auch gar nicht auf die Idee kommen, hier in den Krieg mit einzusteigen. Kann und werde ich noch eine Offshore-Plattform bauen? Yep. The Factory gerade fertig. Natürlich das Solarkraftwerk gleich hinterher. Oha, das dauert ja lange. Werde ich meinen Worker bauen, damit er hier mal ein paar Bergwerke errichtet. Das machen diese Römer auch hier mitten in meinem Gebiet. Also wirklich angreifen kann ich auch nicht. Klar, ich könnte jetzt hier den mal aktivieren und dann mal rüberziehen, aber das ist nicht wirklich eine Option. Hier könnte ich mal die Kavallerie runterholen. Das werde ich mal tun. Baut bitte weiter fleißig meine Infrastruktur aus. Ja, Modern Armor. Auch fix rüber zu diesen römischen Städten.
Und hier werde ich mal gucken, wo genau da ist es. Ja, und die Jets, die wären ja nur zur Unterstützung da für solchen, für so einen Angriff. Da brauche ich dann schon auch. Schon auch noch Kavallerien. Von daher kann ich. Ja. Es ist jetzt hier nicht so sehr der Superhit, wenn ich mit denen angreife, aber ich weiß halt auch nicht, was ich sonst machen soll. Deswegen greife ich einfach mal mit denen an. Und bombardiere ihre Städte. Mal zwei Mech-Infanterien bauen. Ist jetzt auch die Police Station fertig. Das ging auch wieder sehr, sehr fix. Ja, werde ich einfach mehr Mech-Infanterien bauen. Okay, da ist noch eine Stadt mit Disorder. Da muss ich jetzt mal dran denken, dass ich diese Stadt auch befreie von der Disorder. Jop. Ist jetzt die Verbindung zum Festland. Ach nee, zur anderen Insel auch noch mehr da. Bombing failed. Bombing failed. Bombing failed. Dieses Bombing fehlte nicht. Dieses auch nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist jetzt diese Stadt hier mit Disorder? Das war irgendwo, genau. Am rechten Rand. Ein bisschen Gold getuckt. Kann die eigentlich auch angreifen? Ein Angriffswert von 1. Ja, das werde ich tunlichst lassen. Tunlichst vermeiden, mit diesem Carrier anzugreifen. Krieg gegen die Römer. So werde ich wahrscheinlich die Folge nennen.
Und das geht mir eigentlich auch viel einfacher von den Lippen als die bisherigen Sachen. Da hatte ich immer ein bisschen, da war mir immer ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Wenn ich geschrieben habe, dass ich Krieg führe gegen irgendwelche Nationen, gegen die Franzosen oder das Ende der Franzosen und was ich da so geschrieben habe als Episodenbezeichnung, weil das ja dann auch über meinen Twitter und meinen Facebook-Stream geht und da gucken dann vielleicht ein paar Leute komisch, wenn sie das Video nicht sehen. Wenn ich jetzt schreibe Krieg gegen die Römer, dann ist es natürlich keine real existierende Nation mehr. Aber es ist zumindest immer noch diese Stadt. Wahrscheinlich sehr schöne Stadt. Doch, das Hospital als nächstes. Keine schlechte Sache. Und hier ist die Offshore-Plattform fertig, sodass die Produktion noch weiter ausgereizt wird. Ja, wo die Police Station fertiggestellt wird, da ist quasi schon alles soweit. Unser Treasure rennt immer noch low. Was für ein paar Glückspilze. Jetzt muss ich erstmal die Einheit wieder aufladen. Der Spearman konnte den Panzer auch beschädigen. Ganz klar. So ein Panzer ist ja sehr angreifbar. Im Städtebau nerven die Amerikaner natürlich auch ein bisschen, weil sie ihre Stadt natürlich unbedingt an eine Stelle setzen müssen, in der ich eigentlich schon bin.
Müssen wir gleich mal gucken, wo das war. Ja, Nuclear Power. Ja, so ein Kernkraftwerk kann ich auch noch bauen, aber es kann natürlich bewirken, dass es eine Kernschmelze gibt und das ist sehr uncool. Jetzt muss man gucken, wo die hier haben sie ihre Stadt gebaut bei Kiel. Klauen damit Kiel natürlich ein Feld. Na, dann kommen wir wieder runter. Jo, da wollen wir auch gleich noch eine zweite Modern Armor bauen. Ach, nicht eine Modern Armor, sondern eine Mech Infantry. Und dieser Riffleman, den schicke ich hier natürlich wieder in diese neuen Städte. Ja, ein wahrhaft sehr starker Spearman, der dort meinen Panzer beschädigt. Nicht wenig beschädigt. Mit seinem Speer in den Panzer reinsticht und dem Panzer tut es einfach weh. Der macht dann immer Aua, Aua. Ja. Das ist von so einem Panzer natürlich auch äußerst gefährlich, wenn man da mit einem Speer reinsticht. Spaß beiseite. Vielleicht hat er ja wirklich durch so eine Sichtluke gestochen und einen der Leute, die im Panzer sitzen, erwischt. Kann ja durchaus sein. Gut, da kam gerade noch eine römische Einheit irgendwie in mein Land hinein. Nuclear Plant könnte ich jetzt hier zum Beispiel bauen. Aber ich habe da irgendwie zu viel Furcht vor. Also einen Meltdown will ich mir eigentlich nicht leisten. Ja, mehr Pollution, mehr Pollution. Es reicht noch nicht. Thank you.
etwas Glück könnte ich die tatsächlich versenken. Wenn der Angriff nicht immer failen würde. Leider hat er erst das aber getan. Eine Mech Infantry fertig. Ab nach New Hamburg. Da kann ich dann auch die normale Infanterie freistellen und hier nach oben schicken. Ja, ich schaffe es noch. Da bricht das Boot natürlich direkt auseinander. Hier war jetzt noch irgendwo eine Stelle, wo ein paar Römer ankamen. Bestimmt hier, genau, da ist es. Da reicht der Radius noch nicht aus. So, hier ist jetzt auch eine anständige Verteidigungseinheit gelandet. Das kann auch erstmal so bleiben. Und hier muss ich mal gucken, störe ich hier wen? Sehe ich jetzt nicht. Hannover störe ich da nicht. Und ich denke, die Stadt hier oben auch nicht. Könnte eigentlich sogar noch höher damit. Aber das ist schon okay so. Ja, und die Stadt nenne ich, benenne ich wieder irgendwie. Ist so ein bisschen die Frage, wie vielleicht Plön. Sehr gut. Und ich baue als erstes ein Courthouse. Da werde ich mal aus einer Nachbarstadt eine Verteidigungseinheit rausholen. Wenn ich die nächste Gelegenheit dazu habe. Ich kann jetzt auch die Mech-Infanterie bauen. New Leipzig ist noch nicht ganz fertig. Relativ viele Städte, wo ich was gegen Warbiness machen muss. Mainz hat eine Mech-Infanterie gebaut. Das ist cool. Oh, meine Kohlequelle ist verbraucht. Das ist extrem uncool.
weil ich jetzt keine Kohle mehr habe. Und somit auch vorerst keine weiteren Schienen mehr bauen kann. Zumindest bis ich wieder eine neue Kohlequelle habe. Das ist echt Mist. Aber hier waren noch Kohlequellen. New Hastings. Vielleicht muss ich doch nochmal den Krieg gegen die Engländer beginnen. Weil ich brauche einfach die Kohle. Und meine Panzer sind ja jetzt hier eh am Start. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, dass ich New Hastings einnehme, um die Kohle zu bekommen. Ob ich das nun will oder nicht. Warum sind die eigentlich so verrückt und bauen immer wieder die Straße hier mitten durch den Dschungel, anstatt die hier einmal hoch nach Grozny und nach Bath eine Straße bauen und dann wäre das Ding schon erledigt. Wäre das Ding schon gegessen. Naja, gut. Nicht mein Problem. Naja, eigentlich doch, aber kein schlimmes Problem auf jeden Fall. So, hier ist eine Modern Armor fertig geworden. Ansonsten ist hier auch alles fertig. Jetzt kann ich mal die Mech-Infanterie bauen und die Modern Armor schicke ich dann gleich nach zur Kohlequelle. Jo, hier habe ich jetzt erstmal soweit alle Feinde entfernt. Könnte ich vielleicht den Standort als neue Basis hier nach Potsdam verlegen, zum Beispiel. Oder aber hier irgendwie nach Grozny. Dorthin. Lege ich die mal. Ja, Mech-Infanterie ist fertig. Das ist eine gute Nummer. Ich baue gleich noch eine und habe jetzt quasi die beiden Kavallerien frei, die ich dann wecke und hier nach Süden schicke. Die Mech-Infanterie wieder fertig. Dann mal hier mit dem Musketman. Du kannst hier mal in diese neuen Städte kommen. Die brauchen nämlich Verteidigung. Hier gibt es noch andere Sachen zu bauen. Weitere Modern Armor. Komm mal da hoch.
mir nur dieses New Hastings holen und dann gleich wieder den Frieden anbieten. Was machen diese ganzen Arbeiter dort? Das ist nicht mal wirklich cool. Dass der Hafen da zerstört wurde. Das möchte ich gar nicht. Ja, irgendjemand muss die Einheit den Standort auch verteidigen. Eine weitere Police Station fertig. Ein kleines Research Lab machen. Research Laboratory. Da ist Salzburg. Aber offenbar hatte ich da eh schon die Geschichte fertiggestellt. Naja, Salzburg baut sehr schnell. Ein Hafen nicht verkehrt. Den baue ich mal zuerst. Rest kann nicht weiter wachsen. Ist aber nicht so schlimm.
haut mir ab. Kommst hier auch zu den Römern? Ja, gut. Das sollte es erstmal für den Krieg gewesen sein. Ich werde jetzt hier in Angriff nehmen, dass ich vielleicht die Kavallerien hier doch mal runter bekomme. Das wird ja wohl gelingen. Und dann werde ich hier diese Städte hier erobern, die hier quasi so ein bisschen separat sind. So ist zumindest der Plan. Vielleicht auch noch diese Stadt, Caesarea. Aber das ist ja dann schon sehr nah am römischen Kernland. Schauen wir mal. Das ist also jetzt erst einmal der erste Plan und dann ist auch die Verbindung hier nicht so schwierig. Hier gibt es ja auch noch ganz viele römische Inseln, die vielleicht auch noch eine ganz gute Idee wären zu erobern. Und es gibt hier Seide. Ja, Seide habe ich hier nicht als Ressource. Die Römer haben das. Warum nicht holen? Und es gibt hier auch Gewürze. Warum nicht auch das holen? Das wird natürlich schwieriger, weil das hier mitten im Kernland ist. Jo. Dann danke ich euch mal wieder für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, diese Angriffe, die jetzt hier stattfinden, sind amüsant. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.